Der Weihnachtsmann war da. Stockmann lebt zu Hause im Glück mit seiner Frau und den Kindern. 3 Stück. Es kam ein Mädchen herbei. Oh, bitte weine nicht, sagte sie. Warte mal, willst du ein... Oh, ein hübsches Pflaster quer über dein Gesicht. Für eine feine Idee, sagte Zock. Auf und davon er flog. Sein Pflaster glänzte rosig, wie er im Zickzack durch die Lüfte zog. Der Schnee stürmt wild. Und kalt wie der Wind. Ich hab keine Angst, sagt das Gryffalo-Kind.
aus dem Baum heraus. Etwa die schrecklichen Augen der bösen Maus? Die Hexe ruft. Ja, du kommst noch dazu. Ein Schlag mit dem Zauberstab. Los geht's! Juhu! Es geht über Flüsse, es geht über Seen. Sogar wenn es regnet. Die Welt ist so schön. Juhu! Was für ein Wind, wie schnell sie sind. Juhu! Die Hexe kann die Schleife noch fassen. Den Zauberstab, den muss sie fallen lassen. Stopp! Halt! Ruft die Hexe mit bösem Gesicht. Sie suchen den Stab. Und finden ihn nicht. Bereits der erste Löffel linderte die Qual. Nach Löffel 2 war sein Gesicht urplötzlich ganz normal. Nach dem dritten Löffel, da ging es ihm nicht mehr schlecht. Er tanzte fröhlich durch den Saal. Du hattest recht, warum soll die Prinzessin nicht zugleich auch Ärztin sein? Dich einzuschließen war Quälerei und deshalb bist du frei. Doch komm vorbei, ich lade dich ein. Mit deinen Freunden, das wäre fein. Hurra! Rief Perle glücklich und zögerte nicht lang. Die Rettungsflieger flogen los. Gen Sonnenuntergang. Juhu!